Wer bis jetzt keine Vorsorge betrieben hat, der steht wohl bald vor einem Problem. Die Lebensmittelpreise steigen, aber nicht nur die, auch die Energiepreise, Gas und Strom wird zum Teil dreimal so teuer wie vor der Corona-Krise. Leute, wenn ihr den Zug verpasst habt, dann habt ihr ihn verpasst. Jetzt noch schnell einkaufen, daraus wird wohl nichts mehr. ISA 2 für einige Tage wegen einer Störung heruntergefahren, daran scheitern wir nicht. Auf smart.de ist zu sehen, dass wir viel mehr Bedarf haben, als wir momentan erzeugen. Die Graphen werden seit 11. ungefähr nicht weiter veröffentlicht. Warum auch immer, wahrscheinlich deshalb, weil die Prognosen sagen, wir brauchen wesentlich mehr Strom, als momentan geliefert werden kann. Das heißt, der Blackout steht im Grunde kurz bevor.